Hallo, liebe Weggefährten, schön, dass ihr mich bei meinem neuen YouTube-Video begleitet und ihr auch meiner neuen Podcast-Folge lauscht. Einige von euch haben ein ganz wichtiges, schweres und auch sehr emotionales Thema angesprochen und mich gefragt, wie ich dazu stehe. Wenn Hunde sterben. Ja, das ist mit Sicherheit kein leichtes Thema, aber ich versuche euch einmal das mitzugeben, was ich in den letzten 30 Jahren in meinen Verlusten erlebt habe. Ich habe schon einige Hunde gehen lassen dürfen und gehen lassen müssen. Ich habe Hunde einschläfern lassen dürfen, euthanisieren oder ich habe sie verloren. Ja, ein Hund von mir ist sogar überfahren worden. Das war der schwerste Weg. Wenn ich euch einige Namen nenne, wie Trüffel, wenn ich euch Pino vorstelle, wenn ich euch Ömi vorstelle, dann wissen einige von euch sofort, ach ja, langjährige Weggefährten. Pino war 16 Jahre, über 16 Jahre lang an meiner Seite. Wahnsinn, oder? Ihr kennt das sicherlich auch, wenn ein Hund in diesem Alter dann von euch geht. Ihr spürt das und ihr wollt im Grunde genommen nicht loslassen, aber ihr wisst ganz genau, ihr habt keine Wahl. Was ich gelernt habe, ist anzunehmen. Ich habe gelernt, nicht zu kämpfen, sondern das Schicksal hat alles in der Hand und auch in der Pfote. Ich kann gar nichts dagegen tun oder dafür tun, dass es sich verändert, sondern ich nehme einfach an. Und wenn ein Hund dann stirbt, dann darf man die Trauer zulassen. Man darf aber auch lachen. Man darf sogar, wie ich, im selben Moment oder vorher schon darüber nachdenken, ob man einer neuen Seele wieder ein Zuhause schenkt. Jetzt gibt es Menschen, die vielleicht sagen, boah nee, also jetzt ist mein Hund gestorben und ich würde mir jetzt die nächsten Jahre niemals mehr einen Hund holen. Ich muss jetzt erstmal meine Trauer verarbeiten. Ich habe da absolutes Verständnis für. Wirklich, liebe Weggefährten, lasst euch die Zeit. Lasst euch die Zeit auf diesem Weg. Ich weiß selber, wie das ist. Ich habe aber eine ganz spezielle Art und Weise, mit der Trauer umzugehen. Ich bin Tierschutz. Und wenn ich unterwegs bin und immer wieder Seelen sehe, die im Leben vergessen werden, in irgendwelchen Zwingern dahin vegetieren und nur darauf warten, dass man sie in ihr Herz lässt, und dass sie bei uns in unseren Herzen einziehen können, dann gehe ich immer hin und sage, ich schenke einem Lebewesen wieder ein neues Zuhause, selbst wenn ich in der Trauer bin. Es ist nicht so, dass ich sofort nach dem Tod eines Weggefährten in ein Tierheim gehe und einen neuen Hund hole, aber ich verschließe mich auch nicht davor. Jeder macht es am besten so, wie es sich gut für einen anfühlt. Ich kann mich noch genau daran erinnern, dass ich, als Ömi gestorben ist, ich an die vielen tausenden Seelen in der Smeura gedacht habe. Ich habe Ömi vor einigen Jahren aus der Smeura geholt. Da war sie unter 7000 Hunden. Und da war sie schon, ja, circa 9 Jahre alt oder 8 Jahre. Sie saß 8 Jahre im Zwinger. Und dann kam sie zu mir nach Hause und hatte noch 4, 5 Jahre ein wundervolles Leben. Als sie dann ging, war ich recht traurig und doch, liebe Weggefährten, habe ich an die vielen anderen 1000 Hunde gedacht, die ich bei meiner Abreise aus der Smeura nicht mitnehmen konnte. Die kamen mir beim Tod von Ömi sofort in den Sinn, sofort ins Herz. Und ich habe nur gedacht, gut, jetzt hast du diesen Hund gerettet, dieser Hund ist verstorben. Kannst du keinem anderen Hund jetzt mehr die Möglichkeit geben? Doch. Bei mir ist es allerdings auch so, ich habe ja immer mehrere Hunde. Im Moment habe ich tatsächlich 9.
Ich zähle sie mal auf. Ich versuche sie mal aufzuzählen. Marie, Molly, Mizi, Cookie, Babu, Ola, Beju, Hazel, Teja. Ist schon ein Haufen, ne? Also, wenn mich dann ein Weggefährte verlässt auf diesem Weg, ich setze mich jetzt schon damit ein Stück weit auseinander, aber ich tauche nicht zu viel und zu tief in dieses Gefühl ein, weil ich den jetzigen, gegenwärtigen Augenblick lebe, genieße und lebe. Marie ist mittlerweile, an die 14 Jahre alt. Sie ist mein altes Mädchen. Sie ist das älteste Mädchen nach Ömi. Und Ömi ist letztes Jahr gegangen. Und Pino ist vor 2 Jahren gegangen. Und ich weiß, wenn alles normal läuft, wird Marie irgendwann gehen. Und alleine bei dem Gedanken spüre ich Trauer, obwohl sie noch da ist. Sie ist so ein wundervoller Hund und ihr wisst es. Ihr habt alle die wundervollsten Hunde dieser Welt zu Hause. Aber ich sage mir, ich habe nicht das Recht zu klammern. Ich darf mich dem Schicksal hingeben. Ich darf mich fügen, denn so wie Marie irgendwann geht, so werde auch ich und ihr irgendwann gehen. Das ist der Lauf der Zeit. Wenn ihr Hunde loslassen dürft, dann denkt immer daran, dass sie sich auf einen neuen Weg machen. Viele, viele von euch trösten sich damit, dass man sich ja irgendwann, irgendwo nach der Regenbogenbrücke wieder sieht. Ja, erhaltet euch dieses Gefühl. Es ist doch wundervoll zu wissen, dass wenn wir selber irgendwann die Augen nicht nur abends, sondern für immer schließen, dass wir uns irgendwann wieder begegnen. Wieder, vielleicht auf einer neuen Ebene. Ja, in einer neuen Zeit, in einem neuen Gefühl, egal wie. Aber nichts, auch rein gar nichts, ist endgültig. Es ist vieles in einer Unendlichkeit, die wir vielleicht gar nicht erkennen. Ich habe jetzt vor kurzem noch mit einem Freund darüber gesprochen, dass die Sonne schon so viele Millionen Jahre am Himmel brennt. Sie brennt und brennt. Immer weiter. Sie hat schon viele Weggefährten gehen und kommen sehen. Das muss man sich mal überlegen. Alleine, dass der Planet Erde so eine Entfernung zur Sonne haben muss, dass wir nicht verbrennen, ist doch schon faszinierend. Deshalb sage ich mir immer, meine Hunde gehen nur voraus. Ja, ich glaube, es gibt mehr als nur 70, 80 Jahre Menschenleben und vielleicht 10, 12, 15, 16 Jahre Hunde leben. Also lasst euch diesen Traum, träumt diesen Traum der Wirklichkeit einfach für euch in euren Herzen weiter. Und wenn ihr euch verschließt vor einem neuen Hund, habt Verständnis dafür. Und öffnet auch eure Herzen, wenn ihr vielleicht 2 Tage später das Gefühl habt, ich glaube, ich brauche wieder einen Hund. Es ist absolut in Ordnung. Es ist doch ähnlich, wie wenn wir einen zweibeinigen Weggefährten verlieren. Da gibt es ja Menschen, die sagen, die Claudia war ja jetzt nur ein halbes Jahr alleine und die hat jetzt jemand Neues kennengelernt. Und wer entscheidet darüber, wann sich wer wohlfühlt und wann man wieder mit einem neuen Menschen ein neues Leben starten darf? Wir und unsere Herzen entscheiden das immer selber, sowohl bei zweibeinigen Weggefährten als auch bei 4-beinigen. Also, wenn wir uns von einem Partner, sowohl als von Menschen als auch von Hunden verabschieden dürfen oder müssen, dann haben wir auch das Recht, sagen zu können, ja, und ich möchte jetzt eine Zeit lang alleine sein oder ich möchte mich jetzt auch wieder neu binden. Es ist doch kein Problem. Verurteilt bitte keine Menschen, die sich nach dem Tod ihres Hundes erstmal zurückziehen oder die sich sofort einen neuen Hund holen.
Jeder darf es doch so machen, wie er sich fühlt. Habt bitte Verständnis dafür. Ich habe auf jeden Fall Verständnis für euch, wenn ihr sagt, jetzt erstmal ein halbes Jahr oder ein Jahr oder erstmal gar keinen Hund mehr. Wenn ihr mir dann am nächsten Tag eine Nachricht schreibt und sagt, hör mal, ich habe deinen Podcast gehört oder ich habe dein YouTube-Video gesehen und ich habe jetzt doch die Entscheidung getroffen, ich glaube, ich gehe mal ins Tierheim und schenke einer Seele wieder ein neues Zuhause, dann macht es. Neue Hunde helfen bei der Trauerbewältigung und neue Hunde schenken dir ganz viel gute Energie. Ein Hund, der seinen hündischen Partner verloren hat, trauert. Ich habe aber auch schon Hunde erlebt, die zu Hause bei ihren Menschen getrauert haben und dann hier im Revier für Hunde in die Hundetagesstätte gekommen sind und haben getobt und gespielt, weil Hunde im jetzigen Augenblick leben. Und das tut Hunden gut. Wenn man die ganze Zeit nur mit seinem Hund zu Hause sitzt und weint und trauert, dass ein Familienmitglied gestorben ist, dann bekommt der Hund diese Energien mit. Aber auch hier gilt, jeder macht das bitte so, wie er das fühlt. Nur bedenkt bitte, die Hunde brauchen schon mal Auszeiten von unseren Emotionen. Wenn wir unsere Hunde mit zu viel Trauer überschütten, dann leiden sie irgendwann mehr, als dass wir wollen, dass sie leiden. Wenn ihr zwei Hunde hattet und einer verstirbt, dann überlegt euch natürlich ganz gut und ganz genau, hole ich jetzt einen neuen Hund? Passt jetzt ein neuer Hund in mein Leben? Und will mein Hund jetzt eigentlich einen neuen Hund haben? Das kann man ganz einfach ausprobieren, indem man beim Spaziergang oder in der Hundeschule schaut, auf welchen Hund dein Hund denn jetzt steht. Vielleicht macht er ihm auch ein Riesengeschenk, wenn er ihm einen neuen Weggefährten an die Seite stellt. Wenn ihr jetzt alleine seid und ihr habt gerade diesen Moment der Trauer, dann lasst diese Trauer bitte los. Weint, lacht, schreit, seid verzweifelt, seid traurig, seid sauer, beschwert euch darüber, dass jetzt euer Hund nicht mehr bei euch ist. Das dürft ihr alles machen. Ich versuche, meine Trauer in Lieder zu verarbeiten. Ich habe ein Lied geschrieben, Wenn der Wind weht. Und da verarbeite ich die Trauer, dass Pino von mir gegangen ist. Dieses Lied berührt sehr und ist ein sehr intensives und sehr emotionales Lied, aber ich habe dort genau diese Gefühle hineingelegt, hineingesungen, damit ich meinem Herzen wieder Raum gebe. Raum gebe, dass ich wieder neue Weggefährten empfangen kann, weil ich mag keine Hunde, die in Zwingern sitzen. Und solange ich die Möglichkeit habe, neuen Hunden ein Zuhause zu schenken, trauere ich auch mit neuen Hunden. Diese Hunde schenken mir dann so viel neue Energie, so viel Kraft und so viel Loslassen, dass ich die Möglichkeit habe, durch diese neuen Weggefährten meine Trauer besser zu verarbeiten. Aber bitte macht es so, wie ihr euch fühlt. Lasst eure Trauer los und habt bitte Verständnis füreinander. Es gibt Menschen, die trauern um ihre vierbeinigen Weggefährten sehr. Es gibt auch Menschen, die sagen, meine Güte, ist doch nur ein Hund, ist doch nur eine Katze. Ich meine, was ist das für eine Aussage? Ist ja genauso, als würde jetzt jemand sagen, ja mein Gott, eine Trauer nicht, so ist doch nur ein Mensch. Ist genau das Gleiche. Es gibt Menschen, die haben nur noch ihren vierbeinigen Weggefährten. Und wenn dieser dann geht, dann ist das schon schwer genug. Wenn man dann zu wenig Verständnis bekommt von anderen Menschen, ist das nochmal doppelt oben einen drauf. Also, ihr dürft trauern. Aber ihr dürft auch lachen, ihr dürft auch Spaß haben und ihr dürft euch auch an die wundervollen Tage und Momente und Jahre erinnern, die ihr mit euren Hunden oder mit eurem Hund oder mit eurer Katze oder mit wem auch immer hattet. Bitte erinnert euch daran. Habt Spaß, in die Vergangenheit zu blicken und schenkt euch Momente an Orten, wo ihr mit euren Weggefährten wart. Ja, die Trauer ist nur ein Teil. Und wir füttern die Trauer mit Gedanken.
Aber wir können unser Glück auch mit Gedanken füttern, nämlich dass wir sagen, wir haben unserem vierbeinigen Weggefährten eine wundervolle Zeit geschenkt. Die schönste Zeit seines Lebens. Ihr habt alles richtig gemacht. Ihr habt euren Hund geliebt und ihr liebt ihn immer noch. Er durfte sich bei euch als Hund fühlen und er hatte alles, was er brauchte. Also macht euch keine Vorwürfe und denkt immer daran, dass eure Hunde euch immer noch so unendlich dankbar sind, dass sie bei euch in euren Herzen weiterleben dürfen. Okay? Ja, was für ein Thema. Wenn ihr Bock habt auf einen neuen Hund, dann holt euch einen neuen Hund. Wenn ihr alleine sein wollt, dann bleibt alleine. Wenn euch dieser Beitrag gefallen hat und ihr noch mehr darüber wissen wollt, dann klickt hier unten. Schreibt einfach ein paar Nachrichten jetzt hier unter diesen Beitrag. Ich würde mich freuen, wenn ihr mit mir eure Gefühle teilt. Ich habe mich für euch geöffnet und ich lasse euch in mein Herz schauen. Lasst ihr mich auch in euer Herz schauen? Und wenn ihr Lust habt, euren Hund wirklich loszulassen, dann hört euch das Lied »Wenn der Wind weht« an. Das wird euch dabei helfen, die Trauer zu verarbeiten. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch für euer offenes Ohr, für euer offenes Auge und für euer offenes Herz. Und jetzt können wir gemeinsam trauern und lachen. Macht's gut.